Jo, wir haben hier mit kleinen Problemen zu kämpfen. Scheiße. Oh man. Johann, falls ihr euch fragt, warum im letzten Part einfach die Kamera abgekockt ist, lag an meinem geilen Akku. Aber da wir hier alle so wenig KP haben, würde ich sagen, wir pfeifen uns alle mal eine Supernuss rein. Weil wir dann direkt eh wieder höchstwahrscheinlich einfach wieder verrecken. So, stirb. Ja, okay, jetzt gerade nur 4 Schaden. Oh man. Aua. Das hat weh. Oh man, okay. Die gehen natürlich auf Luigi. Der hat mich ausgetrickst, aber ich hab ihn auch ausgetrickst. Kopier dich am besten. Einfach kopieren. Ich glaube, das ernsthaft geht schon klar. So. Okay. Ja, und ich würde sagen, wir verbrennen die hier noch schnell. So viel Leben können die doch nicht mehr haben. So. Da muss halt Luigi jetzt noch durchhalten. Wäre dumm, wenn der stirbt. Ne? So. Bäm. Okay, der geht auf Paper Mario. Was für ein Assi war das denn? Nein. Oh nein. Ich springe einfach mit Luigi. Hat's wohl gebracht. Scheiße. Mario ist nur noch ein Mario. Okay. Ja, Verteidigung auch wieder runter. Boah, shit. Komm, das sind nicht mehr so viele. Oder die haben halt schon auch Schaden genommen. Dann Trio Squash, bitte. Ich darf dann doch. Dann habe ich vielleicht nochmal eine Runde, eine Möglichkeit, mich zu heilen. Ich hab B gedrückt, ich schwör's. Betrug. Bam. Ja, das muss es gewesen sein. Für alle hoffentlich. Bitte. Ja, für fast jeden war es das. Supernuss. Nee, ein Superpilz kann Luigi echt mal vertragen. Weil der 95 KP haben kann, der Typ. Joa. Und ich würde sagen, das muss es jetzt hier nochmal bitte beenden. Diesen doch spannenden Kampf aus irgendeinem Grund, warum auch immer der spannend ist. So. Bam. Och, die Piranha-Pflanze, die steht da immer noch, ey, aus irgendeinem Grund. Die ist unfassbar, ey. So, stirb. Und toll war auch 2 aus irgendeinem Grund. Was ist denn los? Okay, komm. Kann ich auf die drauf springen? Ich glaube schon, aber ich kopiere mich. Das ist schlauer. Ja, klar kann man auf die drauf springen. Oh, tot. Gott sei Dank, ey. Holy shit. Das war ein harter Kampf, du. So, jetzt mal hier wieder runterkommen. Nein, das wollte ich nicht. Items, so. Heil dich. Ja, und vom Sirup her. So, das ist hier, ne? Kriegst du was und du kriegst. Moment mal, habe ich nicht noch Bohnen? Tempobohnen. Stimmt. Dann kriegt Luigi, damit er. Kriegt er die alle, damit er noch irgendwie mithalten kann, was das Tempo angeht. Ich wollte doch anrempeln. Oh Mann. Egal. Okay, es sind nur 2 Piranha-Pflanzen. Komm, mit Trio Drache. Schalten wir jetzt einfach eine aus. Würde ich sagen. So. Komm schon. Das ist so ein Krampf, ey. Boah. Komm schon. 1400 vielleicht noch. Nee. Knapp die 1500 verfehlt, meine ich. Ja, sehr knapp, guck mal. Aber das ist voll okay. 13.
Und dann nochmal 62. Holy shit. Insgesamt 75. Gut, die ist schon mal stark geschwächt. Die könnte theoretisch durch den Konter jetzt auch sterben. Schaffe ich aber nicht, weil ich zu dumm dazu bin. Fuck. Scheiße. Was? Als ob, man. Was ist denn hier los? Meine Fresse, ey. Das geht jetzt auf die. Und die Explosion wird dann wahrscheinlich die andere Rakete noch mitreißen. Die andere Rakete. Die andere Piranha-Pflanze. Übrigens finde ich den Kampf, hier den Ort und den Hintergrund vor allem richtig geil. Und die steht noch. What the fuck. Ach so, hat es die andere nicht getroffen aus irgendeinem Grund? Okay. Ja, komm. Ihr habt beide voll eins auf die Fresse bekommen. Jetzt verbrenne ich euch noch, bis ihr sterbt. So. Das Feuer geht ja aber fast nur auf die vordere da. Okay, auf beide. Ja, komm bitte, stirb. Ja, das macht schon viel Schaden. Yes. Gott sei Dank. Und Level up. Level 15 schon. Lol. Okay, ihi, ja. Ja, das stimmt schon. Die Einstellung habe ich auch immer. Ihi. Nicht Item, nicht Ausrüstung, sondern Items. So. Na, es war unnötig, dem jetzt das zu geben. Aber okay. Okay. Oh, scheiße. Kann ich da eigentlich rüber? Ich hab's geschafft, mit Mario da hochzukommen, aber mit dem den anderen nicht. Okay. Das ist komisch. Den Ort haben wir jetzt hier komplett abgehakt. Nee, nicht. Gut, aber der stört uns nicht wirklich. Damit wir in dem Part vielleicht noch ein bisschen was anderes machen als kämpfen. Nein. Moment mal, was? Wo will der denn? Dass ich was tue. Okay. Versuchen wir jetzt da lang zu gehen. Ach so, okay. Ja, und damit der Typ mich nicht behindert, kämpfen wir mal kurz gegen den. Ah nee, nicht anrempeln. Kein Erstangriff für den. Gut. Dann ist ja gut, ne? Okay. Der steckt seine Teile erstmal direkt weg. Böser Trickser. Aber ich bin darauf vorbereitet. Okay. Schatten ist bei Paper Mario zum ersten Mal. Und weil wir so viele Marios sind, konnte ich ihm zweimal Schaden zufügen. Ja. Die Rakete. Yay. Immer Mario und Luigi letzte Zeit, keine Ahnung. Bam. Boah, den Stapel da komplett ausgeschaltet. Lol. Paper Mario ist ja auch noch dran. Komm, bring sie um. Bam. Hier nur noch einer oder so lebt. Und den schalten wir, glaube ich, durch Luigi aus. Obwohl, das sind zwei. Aber beide sind gestorben, cool. Okay. Okay, okay, okay. Gut. Yes! Okay, das eine Teil ist kaputt. Das andere muss noch. Gut. Okay, okay, okay. Ich mag den Ort hier irgendwie voll. Ach, I don't know. Oh, jetzt, ach, so mit Sprinten geht's. Okay. Angriffshandschuhe, cool. Die sind bestimmt ziemlich gut.
Ich kann mir vorstellen, dass ich mit Sprinten bestimmt höher komme. Also hoch auch wieder nicht, oder? Ach so, hier ist ja ein scheiß Felsen ist hier. Okay. Ich habe hier so ein Ding. Nö. Moment mal. Kann ich die Bombe auch von hier nehmen oder nur die Münzen? Ne, nur die Münzen. Ich muss mal gucken, wo gehe ich denn mit der Bombe hin? Ja, und dann? Ich komme ja nicht hier hoch. Ich muss hier hin mit einer Bombe. Oh Mann, nerv mich nicht, ey. Wo geht's denn überhaupt weiter? So, ja. Ich glaube, viel mehr ist hier auch nicht. Wie soll ich denn das mit der Bombe machen, ey? Ohne Fuck. Wie? Ich muss die irgendwie ganz geschickt werfen. Ach so! Nicht Dulli. Ja. So geht's. Oh, meine Fresse. Vielen Dank, dass ihr euch um das elektrische Tor gekümmert habt. Ihr habt ein echtes Talent, solche Sachen in den Griff zu bekommen. Wickler wird dafür sorgen, dass kein Müll mehr auf eurem weiteren Weg rumliegt. Tschüss erstmal. Wir müssen auch aufbrechen. Ich bin mir sicher, dass der Spiegelbildberg nicht mehr weit ist. Aber ich will die schöne Musik hier weiterhören. Nein, was? Oh, das ist nicht die papierige Version von Kamek. Du meinst wohl der wahre Kamek. Das ist erstmal klar. Wie dem auch sei, hier kommt ihr nicht weiter. Hehehehe. Was? Hä? Was? Bosskampf oder was? Aber das ist so eine Missionsmusik. Wenn ich euch dreimal treffe, habt ihr es verbockt. Und denkt nicht mal daran, diese Karwumblüten gegen mich einzusetzen. Doch, denke ich dran. Was ist das denn jetzt für eine Scheiße? Hä? Leck mich. Kamek. Ohne Fuck. Stirb. Ach, Scheiße. Okay, 1:1. Aber oh, das war nicht mehr ins Glück. Ja, der hat schon Pflaster am Arsch. Achso, okay. Hier gibt's keine Bomben mehr. Dafür hier. Ja, da. Vor allem, das ist... So, okay. Was macht er denn jetzt? Hä? Junge! Ihr könnt hier mit einer Karwumblüte auf keinen Fall etwas ausrichten. Kamek senkt sein Kraftfeld kurz bevor er schießt. Das ist eure Chance, ihn zu treffen. Was? Ist erstmal die Frage, wie komme ich denn... Ach so. Okay, ich darf ja eh keinen Hammer einsetzen. Deshalb komme ich da so ran. Aua. Scheiße. Ich will's aber nicht verbocken.
Oh, oh, oh nein! Das war so knapp! Jetzt spawnt er hier, ne? Scheiße. Und da kann ich ihm ja nichts ausrichten. Mann. Ja, ich war auch voll unvorbereitet auf die Scheiße hier. Oh, Junge, ey. Ohne Witz. Was ist das denn eigentlich für ein Boss? Können wir nicht einfach normal kämpfen? Nö, wir müssen ja so ein Mist machen hier, ey. Meine Fresse, ey. Wenigstens habe ich das verstanden. Gar eine Treffer war eben unnötig. Warum war das kein Treffer? Fuck. Ja. Oh Mann, ey. Ich habe wieder einen Treffer bekommen. Gibt's ja nicht. Du langweilst mich langsam. Diese Lache, Alter. Und fuck mich bitte nicht ab, so. Hör doch auf und mach das, was ich dir sage. Fuck. Ich hab halt nicht Schiss, getroffen zu werden. Na klar, ne? Okay, er schießt nur da. Er schießt nur da. Nein, da auch. Ja, dann schießt er halt, wenn er will. Oh, leck mich doch, ey. Ich darf mich jetzt gar nicht mehr treffen lassen. Yes. Oh, das gibt blaue Flecken. Und ein Pflaster am Besen aus irgendeinem Grund. Boah, das wäre jetzt episch, wenn ich es jetzt schaffe. Ich darf mich nicht mehr treffen lassen. So. Aha. Ich bin der Echte. Der in der Mitte, der labert nämlich. Ja. Nein! Ich habe einfach random geworfen, ich hatte gar keine Ahnung. Weil ich hatte Schiss, dass er mich trifft oder so. Und ich dachte, oh, vielleicht triffst du ja den richtigen. Und dann habe ich den getroffen. Damit kommt er nicht durch. Ich bin mit meinem Latein noch lange nicht am Ende. Ja, warum? Doch, ist es vorbei. Es ist geschafft. Ja, da steht es auch nochmal. Oh mein Gott. Oh weh. Kamek scheint absolut nicht zu wollen, dass wir zum Spiegelbildberg gelangen. Ich frag mich warum. Hoffentlich geht es Wickler gut. Schnell gehen wir dort entlang und sehen nach ihm. Ich befürchte Böses. Ein Lakito-Infozentrum. Was? Jo. Guck mal, jetzt kommen die Anzeichen immer näher. Ich meine, guckt euch an. This one, da oben ein neues Gebiet. Da unten nochmal ein Item. Ich glaube, es könnte sein, dass gleich ein Boss kommt. Also ich kann es dann hier in dem Spiel wohl so ablesen, immer wenn dieser Speicherblock da ist, dieser 500 Herzen da. Der 500 Herzen, Mann. Oh, neuer Rekord. Cool. Wird aber nicht lange halten, doch tut es. 16. Ist, glaube ich, okay.
So, ich speichere zur Sicherheit. Obwohl. Ich bin also. Ja, ich nehme heute nicht mehr auf. Ja, okay, ist wirklich einfach ein Lakito-Infozentrum. Wir gehen da einfach mal hin. Dann wird der Part halt ein bisschen länger, meine Fresse. Ach, guck mal. Drei Blumen. Du bist also der Schurke, der Wiglas Wald in eine Müllkippe verwandelt hat. Wigla hat den ganzen Tag hinter dir hergeräumt. Das lässt sich Wigla nicht bieten. Hey, es hat mich einiges an Mühe gekostet, diese Hindernisse aufzubauen. Und du machst sie einfach kaputt? Du bist wirklich ein höchst nerviges Insekt. Und weißt du, was ich mit Nerveninsekten mache? Das hier. Das ist der Papierkarnick. Was? Wiggler? Gehehehe. Wiggler. Wiggler, komm wieder zu dir. Wiggler kann euch nicht mehr hören. Ja, so gut, Wiggler. Dann will ich mal zeigen, wer hier der wirkliche Schurke ist. Das sind nämlich diese Typen. Fuck. Aha. Leckt mich. Scheiße. Ach so, ich weiß jetzt, wie man das abwehrt. Oh Mann. Oh, Kame kommt jetzt auch noch. Was tut der denn da? Ach so, okay, ich hab's verstanden. Ich habe das im System verstanden. Kreis geht auf Mario. Viereck auf Luigi und Dreieck auf Paper Mario. Angriffsplus. Was? Oh Gott, so gut. Das hat er sich von Zwickler abgeguckt. Damit konnte ich auch voll rechnen, ne? Jo, chill halt. Oh, chill halt. Ja. Alter. Oh Gott. Was zum Teufel? Gut. Alle Papiergegner leiden 30 Punkte Schaden. Auch Karmic? Das ist ja halt die Frage, ne? Na, nein. Verteidigung steigen. Was ist das? Ja. Auch. Gut. Kopieren. Ich gehe nämlich auf nicht mehr auf Risiko hier. Ja. Das unbedingt. Bei dem Bosskampf scheint es echt krass zu werden. Und Superpilz für Luigi. Wir müssen jetzt hier echt auch erstmal auf Verteidigung gehen. Gut, wenigstens kennen wir die Angriffe schon. Hä? Der Schatten war bei Mario. Betrug. Jetzt ist er bei Paper Mario, Junge. Der ist gestorben, nice.